Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zurück zu Schatten des Krieges hier. Mit mir ein bisschen erkältet, man hört es vielleicht. Aber ich hatte heute so Bock, hier ein bisschen weiter zu spielen. Und heute werden wir uns Kankras Versteck angucken. Und zwar Kankra-Aufträge haben wir hier. Klinge in der Dunkelheit, hier verfügbar. Kirit Ungol. Da werden wir jetzt hingehen heute. Und ja, machen wir doch einfach per Schnellreise schnell. Per Schnellreise schnell, auch gut. Mal gucken, was sie für uns hat. Ich bin gespannt. Sie ist anscheinend so eine Verbündete von uns irgendwie. Mal gucken, ob das auch dann wirklich der Fall ist. Und ich hoffe, morgen ist meine Erkältung ein bisschen besser, denn ich hätte Bock, ein bisschen weiter zu spielen als immer nur eine Folge oder so. Oh, Regen. Hinter feindlichen Linien. Klinge in der Dunkelheit. Die Armeen von Kirit Ungol sammeln sich für den letzten Angriff auf Minas Ithil. Kankra hat Informationen, mit denen du die Anführer der Ork-Armee finden und eliminieren kannst. Kehre zu ihr zurück und zerstöre Saurons Armee von innen heraus. Okay, setze feindliche Außenposten außer Gefecht, um die gegnerische Stärke in einem Gebiet herabzusetzen. Okay, besiege dazu den Hauptmann, der den Befehl über den jeweiligen Außenposten hat. Alles klar. Jo, alles klar, dann sind wir hier im neuen Gebiet bei der lieben Kankra und wir müssen diese Außenposten zerstören, oder wie sehe ich das? Was haben wir hier eigentlich? Ah, das ist wieder so ein Turm, ne? Vielleicht sollten wir den als erstes mal machen, kurz. Vielleicht mal gar nicht so verkehrt. Wo ist denn der? Ach, der hat vor uns. So, wir müssen wieder reinfuchsen hier. Ah, das war ja easy. Was ist mit dir da? Was ist mit dir da? Was ist mit dir da, habe ich gesagt. Ja, moin. Ja, wir bewegen uns hier. Wir gehen jetzt erstmal auf den Turm und reinigen den. Ja, wie man sehen kann, gibt es echt viel zu erledigen. So Nebenquest-mäßig. Das finde ich ziemlich geil immer noch. Also ich werde mich hier echt einige Stunden wohlfühlen in dem Spiel, denke ich. Und ich hoffe, ihr seid auf dieser Reise mit dabei und ja, schaltet immer mal wieder rein hier, ne? Würde mich freuen. So, aber erstmal befreien wir diesen Turm hier. Kann doch nichts wahr sein. Kenneth Lin! Und tschüss! So, also, was haben wir denn hier zum Entdecken? Da ist irgendwas. Ein Artefakt hätten wir da. Und dann hatten wir da oben. Ne, müssen. Da. Etwa sowas. Und dann hätten wir hier noch irgendwas. Aha. Und vielleicht. Nee, nicht so. Doch, da ist noch was. 2 von 2. Da fehlt aber noch was. Das kann nicht alles gewesen sein, oder? Und noch irgendwas fehlt. Was auch da hinten? Das sind, Alter, alles da hinten. So. Das hätten wir mal gemacht, den ersten Turm. Und unsere erste Aufgabe ist dieser Außenposten, denke ich, ne? Zerstöre das Stammesmonument des Oberherrn. Oh. Und hier ist ein Hinrichtung, aha. Alter, was es hier alles gibt, ne? Hahaha. Der Palantir ist vorerst außer Reichweite, aber vielleicht können Kankras Visionen dich leiten. Ah, hier ist auch noch eine Mission. Ich mach mal das hier, Momentum. Oder Monument, nicht Momentum. Monument natürlich. Da müssen wir einfach da rein, ne? Easy. Okay, let's go. Jetzt müssen wir doch wieder da hochklettern, oder nicht? Ah, hier müssen wir mal auf die Map gucken, kurz. Wenn wir jetzt geradeaus... gehen wir mal geradeaus, oder? Ich glaube, das dürfte schon gehen. Oh mein Gott, wir gehen lieber hoch. Wir gehen lieber hoch, Leute. Weil, das tue ich mir jetzt nicht an gegen diese Bestien. Die sind ziemlich OP eigentlich. Na, du Schnulzbacke, leb wohl. Mann, 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 ey. Seid ihr kleine... kleine Maden hier wieder auf diesem... Gebiet. Ah, weg mit dir.
Kann es ja nicht wahr sein, dass ihr noch frei rumläuft hier. So, Orks müssen wir immer wegschnitzeln. Das ist einfach das Geilste. Dieses Husten, meinst du mich? Vielleicht ein bisschen erkältet. Das kann sein. Ist der kleine Wicht, ne? Ich bin aber nicht so klein, wie du denkst, mein Freund. Hm? Ja, ja. Pass nur auf, was du sagst. Oh, das sieht nach einem fetten Boss aus da oben. Und ganz viele kleine Kreaturen noch. Was sind das denn? Hobbits? Ja, Hobbits, sage ich schon. Gollums, Alter. Ghule, sind das Ghule? Okay, stark sind die nicht, die Dinger. Ich glaube, das waren Ghule, kann das sein? Was geht hier ab? Alter, heftige Scheiße. Das ist ein Troll. Oh! Der hat mich entdeckt. Was, ein Feind schlägt Alarm? Hättest du wohl gerne, Mann. Ich bin zwar erkältet und ein bisschen am Kränkeln, aber doch lange nicht kampfunfähig, mein Freund. Oh, Scheiße. Wenn es eine Sache gibt, die du über mich wissen musst, Targ, dann, dass ich der größte Witzbold bin, den Mordor je gesehen hat. Wenn es zwei Dinge gibt, dann, dass ich dich töten werde. Mit dem Witzbold zusammen sind das dann zwei... Oh, du bist so ein Witzbold. Wie konnte den gar nicht... Oh mein Gott, ist der groß. Heilige Scheiße, Mann. Oh, shit. Oh, shit. Oh mein Gott. Ja, was kann der jetzt noch? Ich hoffe, der ist nicht zu stark. Alter, irgendwas trifft uns hier gerade. Ah, ein bisschen mit Feuer bekämpfen, oder was? Oh, Scheiße. Oh, shit, was mache ich denn? Boah. Die Sau ist stark. Aber dich machen wir auch noch zunichte. Enthauptet. Chaka. Der Scherzbold. Ja, flieht mal lieber. Denn... gegen mich habt ihr nicht keine Chance. So. So, hier brennt alles. Das haben wir natürlich... Es tut mir leid, das war nicht mit Absicht und so. Aber das ist halt doch gegebenermaßen einfach mal zwingend gewesen. So, wir müssen da hin jetzt. Das ist... Ich hoffe, das ist nicht allzu schwer. Oder war eine Falle? Das hat ziemlich... Das hat ziemlich viel... Oh mein Gott, das hat ziemlich viel abgezogen. Wir brauchen ein bisschen Leben. Kann ich mir nur so Leben organisieren? Na gut, der stirbt dafür auch, ne? Ach, da hoch muss ich? Oder was ist das? Alter, was ist das denn? Ich werde jedes Mal getroffen. Was ist denn das? Boah! Heilige! Mal sehen, wie blutrünstig diese Meuchler jetzt sind. Sie sind nichts im Vergleich zu Elbenmeuchlern. Oh, das ist ein Boss. Habe ich gar nicht gesehen. Das hast du nicht erwartet, was? Alter, die sind viel zu gut gerade hier. Heute bin ich wohl damit dran, dich zu töten. Ja, das könntest du durchaus schaffen gerade. Oh nein! Oh nein! Oh nein, oh nein, nein, nein. Was muss ich machen? Was muss ich machen? Drücke zum Angreifen die angezeigte Taste, wenn sich der bewegliche Kreis im vorgenommenen Kreis befindet. Okay. Oh, shit. Oi, oh, das ist gut. Okay, das ist gut. Ah, komm mal her, du. Oh, es sind zu viele Gegner einfach. Oh, nice. Wenn es nicht so viele Gegner wären, easy, weißt du? Aber es ist gerade echt ein bisschen heftig. Mann, Alter, was ein Chaos. Nein, lass mich doch mal in Ruhe hier was machen, ey. Ah, jetzt aber. Dankeschön.
Und der eine, der haut ab, der andere. Der hat auch fast kein Leben mehr, sehe ich gerade. Ah, ich habe keine Pfeile, Mann, verdammte Scheiße. Ja, dann hau halt ab, ey. Ach, komm, lass mir den ziehen. Das ist zu viel Ärger. Du bezahlst später. Ja, ja, komm. Hau ab. Hau du ab. Hau du einfach nur ab. So, wir gehen mal zum nächsten Punkt hier. Was ist eigentlich hier ausgebrochen? Die kämpfen gegeneinander. Ja, soll er doch fliehen, ist mir egal. So, was machen wir hier Schönes? Klinge der Dunkelheit. Okay, der Palantir ist vorerst außer Reichweite. Aber vielleicht können Kankras Visionen dich leiten. Starten, okay. Das ist, glaube ich, die Hauptstory, Leute. Oh. Okay, neuer Feind. Olokai. Kriegstrolle. Olokai sind zähe Kämpfer mit mächtigen Angriffen. Jegliche Versuche, über sie zu springen, werden sie abwehren. Aber du kannst ihre Angriffe vermeiden, indem du A drückst, um auszuweichen oder zwischen ihren Beinen durchzurutschen. Mhm. Sie können mit einem aufgeladenen Kopftreffer oder durch einen perfekt abgestimmten Konter betäubt werden. Lass der Betäubung eine Serie aus Nahkampfschlägen folgen oder halte RB gedrückt, um auf den Olok aufzusitzen. Tippe mehrmals X auf ihm schnell, was? Um ihm schnell in den Rücken zu stechen und bewege L, um ihn seine Kameraden laufen zu lassen. Und seine Kameraden laufen zu lassen, okay. Alles klar. Ach scheiße, ich wollte doch nicht drüber. Ja, ist ja gut, Alter. Holy shit. Oh, jetzt konnte ich gerade B drücken. Fuck it. Ja, mein Freund, wo wurde ja nichts hier draus, ne? Oh, jetzt aber, bam! Bam, 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 bam! Und weggeschnetzelt hier. Und Jessikowski. Alter, wie krass. Holy shit. Alter. Der war nicht schlecht. Wir haben euch gerettet, leuchtender Herr. Gollum. Warum solltest du mich retten? Ach, von dir war nicht die Rede, garstiger Waldläufer. Er steht im Dienst der Spinne. Nein, nein. Die dunkle Herrin wacht über Gollum. Gollum wacht über den leuchtenden Herrn. Leuchtender Herr tötet den dunklen Herrscher. Und die Spinne zieht die Fäden. Sauron ist unser gemeinsamer Feind. Man kann sich seine Verbündeten nicht immer aussuchen. Geh voran. Kommt, leuchtender Herr. Folge Gollum. Gollum zeigt schnelleren Weg. Ja, ja, schnelleren Weg. Den kennen wir ja, ne? Das war nicht irgendein Troll. Das sind Olokai, Kriegstrolle. Sie sind schlauer, schneller und immun gegen das Sonnenlicht. Saurons Truppen sind stärker denn je. Wir hassen sie so sehr, wie wir Orks hassen. Wir bleiben auf Abstand, damit wir nicht gequetscht und gemalmt werden. So wie du letztes Mal meinen Kopf mit einem Stein zermalmen wolltest? Aber das haben wir nicht. Wir könnten dem Herrscher nie wehtun. Wir machen es jetzt wieder gut, ja? Das bleibt abzuwarten. Angeblich frisst sie sie. Bin mal gespannt, ob Gollum wirklich auf unserer Seite ist. Ich denke eher nicht. So, kannst du ein bisschen schneller gehen, Gollum, oder? Ah, da geht's schneller, wenn wir jetzt schneller laufen. Okay. Das ist gut. Ich dachte schon, wir müssen Schritttempo halten. Mit ihm. Ah, es passt schon. Oh. Fast da, heller Herrscher. Wir sind fast da.
Ich weiß, warum ihr hier seid. Gib zurück, was du gestohlen hast. Sei still, Ringschmied. Wie redest du mit mir? Gestohlen. Er hat ihn mir aufgedrängt. Was ist mit dir, Talion? Ich bin hier wegen Minas Ithil. Du willst es retten, auch wenn es schon verloren scheint. Es muss einen Weg geben. Sie sind wahr, deine Visionen. Schenk mir noch eine. Und wofür? Um Weisheit? Oder Macht zu erlangen? Oh, du brauchst nichts zu sagen. Hier hast du deine Wahrheit. Du willst es zu was bringen? Dann musst du töten. Du willst Beachtung? Töte eine Bleichhaut. Je mächtiger dein Opfer, desto schneller steigst du auf. Idril. Sie stirbt. Viele werden sterben, bis Sauron bezwungen ist. Dieses Wissen kann uns helfen. Töten wir den Mörder. Findet diese Zukunft vielleicht nie statt. Wir können sie retten. Ob sie lebt oder ehrenvoll stirbt, wird den Ausgang des Krieges nicht beeinflussen. Wir müssen Castamir unbedingt beschützen. Wenn er diesem Meuchler anheimfällt, verlieren wir den Palantir. Oh, wir finden ihn, mein Schatz. Für den leuchtenden Herrn. Wir gehen nach Tirith Ungol. Ja, wir finden den garstigen Meuchler. Ja, ja. Okay, er dreht durch. Der Meuchler muss aufgehalten werden. Gollum, weißt du, wo er zu finden ist? Ja, wir haben seine geschwungene Klinge erkannt. Oh. Eine Morgul-Klinge. Ja, stich, stich, sticht alle Leibwächter des Häuptlings ab. Wenn wir seine Ziele finden, die Uruk-Leibwächter, dann finden wir auch den Meuchler. Der erste ist ganz nah. Hier lang. Gollum ist echt ein Fuchs. Vorsicht! Da ist ein Morgai-Fliegennest. Was machen diese Orks? Du hast Angst, so wie der Hauptmann, gibst zu. Zum ersten Leibwächter geht's hier lang. Zuvor sagtest du hättest die geschwungene Klinge des Meuchlers erkannt. Du siehst Kankras Visionen also doch. Ja, leuchtender Herr. Ach ja, Gollumann, ich mag dich irgendwie. Ja gut, dann führ uns mal zum ersten General. Hä, wo willst du lang? Achso, da. Einer der Leibwächter war in der Nähe. Ganz sicher. Finde das Opfer des Meuchlers. Ist hier ein Opfer? Man weiß es nicht. Ist das hier das Opfer? Nee, damit werden nur Dinge angelockt. Wo ist denn das Opfer, was er meint? Nach was suchen wir genau? Ich verstehe es noch nicht. Da unten sind Opfer. Das sind Pfeile. Da ist irgendeine Erinnerung. Oder was auch immer. Was meint der bloß mit Opfer? Müssen wir mal kurz uns umschauen hier. Ist hier irgendwo draußen ein Opfer, was getötet wurde? Ja, das kann es ja nicht sein hier, ne? Das ist ja... Drücke LB um die Geister... Ach so, wir sind die Geisterwelt, Mensch! Da hinten, ja, okay! Alles klar! Sag das doch früher! Nur eine Morgul-Klinge verursacht solche Wunden. Wir sind auf der richtigen Spur. Er ist schon seit einiger Zeit tot. Wir müssen schneller sein, wenn wir den Meuchler schnappen wollen. Ja,
Wir wissen, wo noch ein Leibwächter ist. Ja, dann go, Gollum. Wenn der Meuchler sich durch die Reihen mordet, wird er stets größere Ziele ins Visier nehmen. Wie Castamir. Ja, Castamir ist der Einzige, der weiß, wo der Palantir ist. Er muss um jeden Preis am Leben bleiben. Okay. Der garstige Ork ist hier irgendwo. Ach, wir wissen noch nicht mehr, wo genau. Hier ist doch einer. Nee, was ist das denn? Dann. Ihr findet ihn. Was ist das denn, Alter? Da hinten ist ein Ei. Da hinten ist auch ein Ei. Wir müssen hier lang, oder? Aber die sehen uns nicht. Können wir eigentlich für immer in der Geisterwelt bleiben? Das wäre eigentlich gut zu wissen. Da ist die Leiche. Ah, die sieht uns! Oh, shit. Okay. Wunden von einer Morgul-Klinge, genau wie beim letzten. Dieser Mord ist nicht so lange her wie der andere. Wir kommen näher. Gollum wird wissen, wo unser nächstes Ziel ist. Oh. Okay. Mir egal wen oder was ich finde, aufgeschnitten wird es so. Ach, komm, hab dich so eine große Klappe hier. Ich muss auf jeden Fall weitergehen erstmal. Ja, die Artefakte machen wir alles später. Noch ein Uruk. Er ist noch nicht lange tot. Wir sind nah dran. Näher und näher. Wir bringen euch dahin, wo der nächste ist. Okay, mein Schatz. Dumme Orks sehen Gollum nie. Wir schleichen rum und hören ganz viele Dinge. Oh ja, diese Beschreibung passt haargenau zu dir, Gollum. Besiege die Patrouille. Ja, dann komm mal her. Wow. Warte mal, ich habe ja links, ich habe ja so einen Special Move. Ach, noch nicht? Oh, shit. Oh, shit. Boah, diese blöden Orks, die dabei sind, nerven ja schon ziemlich. Ah, das war's schon für ihn, lol. Okay. Jetzt noch zu dir. Ja, du Armer. Mein Schatz, besonders der Meuchler, er rennt immer vor ihnen davon. Ah, er mag keine Morgul fliegen, oder was? Okay, ist gut zu wissen. Wir haben aber keine Pfeile mehr, sehe ich gerade. Oh. Aber es gibt zu viele Orks hier. Bleib hier. Ich finde ihn noch allein. Oh ja, mach mal kurz. Ich bin dein Untergang. Alter, wie viele hier immer sind. Nein, das ist die falsche Fährte. Was, es gibt zwei Fährten, oder was? Oh Mann. Hättest du auch früher sagen können. Ich dachte auch schon vorhin, wieso gibt es hier zwei Wege? Ja, haben wir uns direkt einen falschen genommen, natürlich. Wie auch sonst, ne? Ein weiteres Opfer. Doch dieses lebt noch. Finden wir heraus, was er weiß. Oh, wir können ihn gerade nicht verhören. Okay, let's go. Jetzt nur ein bisschen fighten, Leute. Und tschüss. Ja, geht mir aus dem Weg, ihr stinkenden Orks. Und tschüss, auch für dich. Mach's gut.
Alter, ist er geflogen. Und ihr wollt ja auch noch auf die Schnauze, oder was? Ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. So, jetzt aber. Wow, was? Wir müssen jetzt irgendwas... Okay, wir können nur Nagul den Meuchler natürlich. Ich kann nichts drücken. Hallo? Achso. Okay. Was hat er so drauf? Kann ergriffen oder zum Reiten genutzt werden, ohne erst geschwächt werden zu müssen. Unbeholfen. Okay. Beschusssicher. Shit. Das ist eine vergiftete Waffe. Das ist nicht so gut. Der Meuchler ist nah. Okay. Erreiche den Meuchler. Wo ist denn der? Ist er echt nah oder ist er noch ein bisschen weiter weg? Das ist, glaube ich, gerade da vorne, oder? Naja, Leute. Das alles werden wir wahrscheinlich, aber... Machen wir das noch hier? Komm, wir machen das noch in der Folge, Mann. Na, aber direkt eine Quest in einer Folge. Das ist, glaube ich, besser, als das aufzusplitten. So, dann komm mal her, du Meuchler. Da ist er. Der ist beschusssicher. Das weiß ich noch. Was war das? Hinterher! Was immer es auch ist. Ich habe ihn gesehen! Oh mein Gott! Ich arbeite sehr gründlich. Wenn du mich aufhalten willst, muss ich dich enttäuschen. Ja, dann mach du mal. Oh, der scheint aber echt gut zu sein, ne? Du gehörst mir. Oh, shit. Jetzt aber. Oh! Zack. Ah, der wird ein bisschen schwer. Das Ding ist, allein ist der so easy wahrscheinlich. Aber diese ganzen Uruks nebenbei noch. Das ist echt nicht so geil. Alter, ich muss diese Orks loswerden. Aua. Ja, jetzt aber. Jetzt habe ich dich getroffen, du Sau. Ah, das sind Pfeile überall. Oh, shit. Wow. Was geht denn jetzt ab? Jetzt stirb doch endlich. Oh, tschüss, Meuchler. Ja, haut mal schon ab. Möge sein Tod das Schicksal von Minas Ithil ändern. Minas Ithil ist dem Untergang geweiht. Wir brauchen den sehenden Stein. Wie viel deiner Seele verlorst du durch diesen Ring? Die dunkle Herrin wird sich freuen. Oh ja, mein Schatz, das wird sie. Ja. Auftrag abgeschlossen. Klinge in der Dunkelheit. Bam, neue Fähigkeit Todesdrohung. Oh. Aha, dadurch erstellst du einen einzigartigen Erzfeldauftrag in der... Aha, ist ja interessant. Okay. Ja, gucken wir uns später mal irgendwann an. Idril und Kastamir sollten vorerst sicher sein. Doch die Belagerung von Minas Ithil wehrt an. Der Palantir droht weiterhin in Feindeshand zu fallen. Wir sind hinter feindlichen Linien. Das ist die Gelegenheit, Chaos in Saurons Ringen zu stiften. Der Meuchler hatte noch ein Ziel auf seiner Liste. Wir sollten es zu Ende bringen und den letzten Leibwächter des Häuptlings töten. Ja, gut. So, wie es weitergeht, Leute, dann natürlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.